Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warhammer 40k Space Marine von und mit dem Finn. Wir befinden uns inzwischen in Folge 9 und sind immer noch auf dem Weg zur Manufaktur, um die Orks daran zu hindern, die Soldat Titanen Antio. Wir sind in Stellung. Zu klauen, zu plündern. Ich schicke den Aufzug hoch. Whatever. Ja. Und ja. Gehen hier. Ah, guck mal. Waffenbehälter. So sehen die einmal aus hier. Das kriegen wir diesen. Zugriff gewährt. Kettenschwert. Oh, eine neue Nahkampf-Axt. Nice. Ne? Energieaxt freigeschaltet. Die Energieaxt ist von einem funkelnden Energiefeld umgeben und liefert vernichtende Schläge, mit denen man schwere Rüstung aufbrechen kann. Mhm. Orks! Cool. Eine Orks. Ganze Horde! Wo? Antio, Aufzug halten. Orks im Anmarsch. Komm an. Wow. Ach, ich bin ja auch dumm. Jetzt granatisiere ich die. Man hat gar nicht. Da oben ist die. Ah. Bam. Bam. 1, 2, 3, 4 und. Keine Leben. 1, 2, 3 und. Bam. Okay. Was ist denn hier verkehrt? Komm, gib mal Leben hier. Ach, falscher Knopf. Komm, heimlich. What the? Mann, jetzt habe ich aber. Boah. Wie man hier das Leben verliert, hey. Oh, da sind aber viele. Kann man so eine Granate reinschmeißen? Habt ihr nicht gesehen? Boah, wie schlecht es mir schon wieder geht. Irgendwie schießt ihr auf mich. Du gehörst mir. Gib dein Leben. Ich habe aber nicht so richtig Kontrolle über mein Movement mit dem Ding. Also ich renne hier von links nach rechts, von rechts nach links, spurtet der hier durch. Boah. Ja gut, aber so kann doch ein Let's Play anfangen, oder nicht? Also eine Folge, das ist so nicht anfängt. Klar, der hier schon, sind ja schon Elite-Pros. Ja? Aber mit ordentlich Action hier. So. Ich kann ja mal. Ah, na toll. Wo sind meine Waffen? Ach, wahrscheinlich. Also, die ersten 8 Folgen habe ich an einer Session aufgenommen. Und jetzt muss ich halt vom Checkpoint quasi laden. Das macht man ja immer so. Und. Oh, nee, schlechte Idee. Komm. Komm. Wir leben. Nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Wunderbar. Du auch gleich. Komm. Ach, jetzt stirbt er hier. Jawohl, 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 jawohl. Und jetzt sind meine Waffen weg. Mann! Gib mir mal alle die auf den Sack hier, die Schützen. So. So. Ach, nein. So, dann kommt schon die nächste Horde. Granate. Ach du Schande, da sind zwei dicke. Granate, Granate. Große Wildheit auf T. Zack, zack, zack. Und gib ihm. Zack. Oh, den kann ich exekutieren. Gib ihm. Nein, nein, gib, gib, gib. Oh, yeah. Voll. Was war denn das für ein geiles Ding? Da, also, ein Zuschauer hat diese Folge auf jeden Fall, und zwar mich. Ich muss mir unbedingt angucken, was das für ein Hammer-Hardcore-Move war, den ich mit dem Dicken gemacht habe. Boah, wir spielen natürlich, wie man es vielleicht zwischendurch in meinem Lebensbalken auch noch gesehen hat, immer noch auf schwer. Ja, mein Lord. Wir haben gehört, dass ein Inquisitor im Manufaktorum ist. Ja, Lord Rogan. Wir haben ihn seit mehreren Tagen nicht gesehen. Kinder. Ist die Befreiungsflotte eingetroffen, mein Lord? Noch unterwegs, Stabsgefreiter. Die Ultramarines sind hier als Speerspitze, um den Feind zu schlagen und die wichtigsten Einrichtungen zu sichern. Ich verstehe. Aber die Einrichtungen und die Titanen sind sicher? Mit Sicherheit kann ich nur sagen, dass kein Ork durch dieses Tor gekommen ist, mein Lord. Kontaktieren Sie Leutnant Mira. Ihre Einheit richtet eine Bastion im Wohnzentrum Andres ein und Ihr Unterstützungsschiff sollte nun aus dem Orbit hierher kommen können.
Was ist mit dem Oberst und seinem Gefolge? Sie haben nicht überlebt. Ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach ja, genau, ich wollte dir halt erstmal zu Ende erzählen lassen, wo er gerade Ultramarines gesagt hat. Ich dachte, als ich das hier das erste Mal gesehen habe und er das erste Mal so, ja, wir sind Ultramarines, dachte ich, ja, die coolsten unter den Marines halt. Aber ich habe mich ja zwischenzeitlich belesen, weil ich ja ursprünglich auch dem... Da sind wir, mein Lord. Ja. Danke, Stabsgefreiter. Jetzt labert mir doch hier nicht schon wieder ins Dings rein. Weil ich ja ursprünglich auch dem Irrtum... Halten Sie die Mündung sauber, Soldat. Och, weil ich auch ursprünglich dem Irrtum aufgesessen bin, dass hier wie... Oh, Audiolog. Dass hier wie in StarCraft 2 die Marines einfach so Kanonenfutter sind. Aber hier im Warhammer-Universum sind die Marines halt mal die Besten, der Besten, der Besten, der Besten. Ja, es gibt laut Storyline in der ganzen Galaxis, wohlgemerkt, 1 Million Marines. Und die sind in Orden zu jeweils 1000 Marines aufgeteilt, sage ich mal. Und die Ultramarines, die sind einer dieser Orden. Und jetzt hören wir uns das Audiolog an, bevor ich weiter... Übertragung von Inquisitor Drogan an Großinquisitor Sharp. Wie erhofft, mein Lord, ist Fabrikwelt Graia ein idealer Ort für meine Arbeit. Die Tech-Priester des Adeptus Mechanicus sind zwar hilfreich, aber immer neugierig. Und Interesse wird schnell zu Störung. Ich werde sie mit Vorsicht in meine Experimente einbinden. Zumindest vorerst. Aha. Ja, schön. Wir haben, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, während der da gelabert hat, dass wir wieder die ganzen Waffen gefunden haben. Die lagen hier einfach dann beide so rum. Schön nach der richtig harten Sequenz. Oh, aber das hier sieht auch nicht nett aus. Einsatz erledigt. Erreichen Sie das Titan? Endlich. Ein Ort, der nicht beschmutzt ist. Bis jetzt. Die Orks drehen nicht mal um, wenn wir das Geschütz auf sie fallen lassen. Wohl wahr. Wir müssen den Inquisitor und Titan Invictus finden. Ja, dann lass uns die mal finden. Ja, ich kann ja derweil ein bisschen weiter erzählen, was ich so gelesen habe über die Story. Und zwar die Marines, so diese 1000-Mann-Orden, sind nochmal aufgeteilt in 10-Mann-Trupps ungefähr. Wir sind jetzt hier zwar nur zu dritt, aber es heißt laut Storyline von... Die Einsätze hinter diesen Mauern sorgen uns nicht. Arbeiten, konzentrieren, Quote erreichen. Ach. Erhöhte Produktivität bringt die Gunst des Maschinengottes. Erhöhte Produktivität erringt die Gunst des Maschinengottes. Ich bin mal gespannt, was hier abgeht, wenn ich jetzt hier den Knopf drücke. Auf jeden Fall heißt es, dass ein so ein 10-Mann-Trupp einen ganzen Planeten vor der Rebellion bewahren kann und ein 1000-Mann-Orden kann eine ganze Galaxie erobern. Schon. Ach, das ist wieder ein Fahrstuhl. Schön. Können wir beim Fahrstuhl fahren, können wir noch ein bisschen Background-Story machen. Und zwar ist es nämlich so, dass Marines... Deswegen ist er ja auch so groß und deswegen haben die Goblins ja auch mal gefragt, wie können Menschen so groß sein? Die werden genetisch verbessert und richtig Hardcore-Training unterworfen und sind halt die Elite unter den Eliten im ganzen Weltall. Titan Invictus scheint unbeschädigt zu sein. Unbenutzt, meinen Sie wohl eher. Alter! Reicht diese Invasion nicht für den Einsatz der Titanen? Ja, Hunderte voll. Sind nötig, um einen Titanen zu bemannen, Sergeant. Ohne sie macht er nichts. Hunderte? Wir machen das zu dritt. Ja, voll ist das ein Ding. Kein Wunder, dass wir nicht wollen, dass die Orks die kriegen. Ja, auf jeden Fall gibt es vom Imperium, die werden vom Imperator höchstpersönlich ausgewählt und dann, ich denke nicht vom Imperator persönlich, dann genetisch verändert, dass die halt wachsen und größer werden und toller. Und da gibt's aber auch auf der Chaos-Seite. Das ist eine Augurenstation. Bösen Menschen. Ich kann nach Lebenszeichen des Inquisitors scannen. Ah ja, mach das. Zugriff autorisiert. Das ja. Chaos sind zwar ein einzelner Mensch. Die sind Identität dann bestätigt. Drogan, Ordo Xenos. In diesem Flügel des Manufakturums. Alien-Signale aus der gesamten Einrichtung. Und eine große Anzahl ist auf dem Weg zum Inquisitor. Das bedeutet, wir haben jetzt vielleicht einen neuen Gegnertyp. Ja, auf jeden Fall gibt es eben diese Marines auch auf der Chaos-Seite, auf der bösen Seite der Macht. Sektion 449 ist zu 100% unterbesetzt. Bitte korrigieren. Und die werden eben nicht nur genetisch so verändert, sondern die mutieren dann auch auf
aufgrund der Korruption der bösen Macht. Ja, jetzt ist hier gerade mal gar nichts los. Überhaupt absolut überhaupt Scheißendreck ist hier los. Ich laufe hier gleich mal direkt gegen. Ja, das war mein kleiner Exkurs für dieses Mal kurz in die Warhammer-Geschichte. Immer wieder unterbrochen leider durch die Story. Das heißt, ich hätte mir einen klügeren, tolleren Zeitpunkt aussuchen sollen, um das zu erzählen. Aber jetzt hatte ich angesetzt und wollte jetzt nicht mittendrin dann aufhören, nachdem ich zweimal, dreimal angesetzt habe. Ja, auf jeden Fall, wenn noch jemand was zu ergänzen hat zu den Space Marines, freue ich mich da sehr drüber, weil mich interessiert das gerade schon sehr, was hier so los ist im Warhammer 40k-Universum. Und ja, immer her damit. Leandros, können Sie damit unsere anderen Kräfte kontaktieren? Nicht direkt, aber ich kann damit die Funkweite erhöhen. Tun Sie es. Zugriff autorisiert. Ultramarine Order. Ich verstehe kein Wort. Hier, Captain. Ultramarines, hier ist Captain Titus. Hören Sie mich? Captain, hier ist Sergeant Midas. Trupp Solinus ist auf dem Boden, unterwegs zu unserem Ziel. Neue Befehle, Midas. Wir sind bei Manufaktorum Ajakis und haben den Titan Invictus gefunden. Solinus soll Invictus sichern, während ich zu Prioritätsalarm wechsle. Unterwegs, Captain. Midas Ende. Was will ich? Wir gehen einfach da weiter lang. Ich finde das hier gerade ziemlich gruselig, ihr auch? Also, 100.000 Orks finde ich nie so gruselig wie diese riesige, leere Manufaktur. Hat schon was Beklemmendes irgendwie, wenn man die so sieht. Man kann sich so richtig vorstellen, wie hier 100.000 Fantastilliarden, Milliarden, Millionen. Und warum finde ich hier überall Munition, wo doch nichts los ist? Inhalte werden gespeichert. Hier in der Schalltafel muss ich nichts mehr. Ja, wenn man sich das vorstellt, dass hier normalerweise irgendwie die Leute arbeiten, geschäftiges Treiben und Armee. Hier ist alles leer. Jetzt wird die Musik schon wieder spannend. Wir hatten ja Alien-Signaturen. Vielleicht treffen wir jetzt andere Gegner. Die Rohre. Die Orks sind in den Rohren. Die Orks sind in den Rohren. Doch, können wir. Da oben. Orks greifen ab. Okay. Bis jetzt greift da noch keiner an, die sind weg. Die pfeifen. Hier da, Bewegung! Oh, oh. Ja, auf den Rohr kommen wir. Ich kann doch nicht spinnen. Na gut. Space Marines! Space Marines! Finde ich auch gut, dass wir hier sind, ja. Er sagt das, als wäre es was Tolles für ihn. Weißt du? Wo? Oh, da oben noch. Ich hab keinen Fallschaden gekriegt. Eieiei. So. Die Musik verrät Spannung. Kommt, Jungs. Wir wollen weitergehen. Wir sporten mal ein bisschen. Ah, ich sehe gerade. Ich habe die schon wieder ganz vergessen, dass ich die tolle Energieaxt hier habe. Schon wieder Muni, da gab es ja gar nicht so viel zu tun. Das macht mir Sorge, dass die mich hier unbedingt auf Teufel komm raus mit Munition vollstopfen. Die Ecke hier sieht auch irgendwie aus, als wäre hier nochmal was los. Na gut. Mr. Gorbatschow, open that gate. Checkpoint. Ja, dann. Die letzten Minuten der Folge waren ja nicht so von Spannung gekrönt. Nichtsdestotrotz beenden wir hier, freuen uns auf die 10. Folge, wenn dann wieder Action ist anscheinend, weil ja die Orks jetzt hier aus den Rohren gekommen sind und wir müssen immer noch die Manufaktur befreien. Also, haut rein, macht es gut, bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss!